Diese Sprayer arbeiten hier unter der neuen Schwentinbrücke an ihren Schriftzügen und Bildern. Und das in aller Ruhe, am helllichten Tag. Ganz legal. Die Stadt Kiel hat am Freitag die Pfeiler und Widerlager für Graffiti-Kunst freigegeben. Es gibt außer diesen Flächen bisher nur eine in Gaarden, an der Gaardener Fußgängerbrücke. Und wir freuen uns sehr, jetzt hier mit mehr als 100 Quadratmetern auch eine nennenswerte Fläche zur Verfügung stellen zu können, wo die Menschen dann auch mal was sehen können. Und vor allen Dingen in dieser Kulisse ist es auch wunderbar. Die Wände sind sehr toll. Man kann hier auch mal stehen, wenn es regnet. Hier an der Brücke kann man noch viele illegal angesprühte Graffitis sehen. Doch weg von Schmierereien und Sachbeschädigung soll durch legale Flächen wie diese hier das Kunsthandwerk in den Vordergrund rücken. Man muss es halt echt trennen voneinander. Illegal und legales Graffiti hat nicht unbedingt was miteinander zu tun, außer dass sie sich eine Kunstform teilen und die Instrumente mit der Sprühdose halt. Aber die Leute, die illegal malen wollen, die werden das weiterhin tun. Die wird man nicht aufhalten durch so eine Geschichte. Und genauso umgekehrt gibt es Leute, die nicht illegal malen wollen. Und die brauchen halt Plattformen, wo sie ihr Hobby ausüben können. 4 bis 5 Stunden arbeiten diese Künstler an ihren Werken. Doch ab der Fertigstellung endet der Lebensanspruch. Es wird noch fotografiert und dann steht die Wand einem neuen Künstler zur Verfügung. Das ist bei temporären Kunstwerken, die nicht den Anspruch auf Ewigkeit haben, ja, normal. Wer ein Lied singt, der singt ein Lied und dann verhallt es und bleibt in den Köpfen derer, die es gehört haben. Und hier bleiben die Bilder in den Köpfen derer, die es gesehen haben. Und dann kommt das nächste Lied oder das nächste Bild.